Was passiert eigentlich vor einem Eishockeyspiel? In den Katakomben schleifen wir die Schlittschuhe mit Dieter Dedimeyer, dem Equipment Manager des EHCs. Und polieren mit der Eismaschine und dem Eismeister Markus Resch das Heiligste auf dem Oberwiesenfeld vor dem Champions League-Spiel am gestrigen Sonntag gegen Helsinki. Morgen muss die Spielvereinigung Unterhaching ran gegen ein All-Star-Team von Amateurfußballern. Es geht um den guten Zweck. Bei mir im Studio Neuzugang von Haching, Lukas Königshofer und von den All-Stars Maxi, die Maschine Kratzel. Und es geht um die Highland Games, die am Sonntag am Schliersee gastieren. Ich spreche mit dem Vorsitzenden des ersten bayerischen Highland Games Verbandes, Franz Ritzel. Das alles jetzt in der Sportarena. Und damit Servus zusammen zur Sportarena, heute on the road und nicht im Studio. Wir stehen, unschwer zu erkennen, vor dem Eisstadion im Olympiapark. Denn heute spielt der EHC Red Bull München gegen den IFK Helsinki im zweiten Vorrundenspiel der Eishockey Champions League. Aber das Spiel interessiert uns heute eigentlich nicht so. Wir schauen auf die Vorbereitung. Was muss passieren, bis so ein Spiel eigentlich stattfindet? Wir schauen aufs Equipment, wir schauen aufs Eis, bis es eigentlich losgeht. Ich bin wahnsinnig gespannt, was da auf uns zukommt. Und ich würde euch jetzt einfach mitnehmen. Also gespannt bleiben und dranbleiben. Jetzt im Allerheiligsten in den Katakomben im Equipmentraum des EHC Red Bull München. Bei mir steht der Ditti und der Ditti ist schon bei der Arbeit. Der schleift nämlich die Schlittschuhe, bevor es dann eigentlich rausgeht aufs Eis. Ditti, was genau, wie funktioniert das jetzt mit den Schlittschuhen? Ja, jetzt wird der Radius eingestellt, die Tiefe vom Schliff, also der Hohlkehle drin. Das wird jetzt eingestellt, weil jeder Spieler hat einen individuellen Schliff. Da haben wir hier eine Liste dazu, was auch jeder Spieler für einen Schliff braucht. Und jetzt habe ich gerade einen Radius dementsprechend eingestellt, die Scheibe eingestellt. Und jetzt schleife ich einen Schlittschuh ganz normal. Müssen die denn vor jedem Spiel neu geschliffen werden? Müssen, das kommt darauf an. Viele Spieler wollen, dass vor jedem Spiel geschliffen wird. Wenn er die scharten oder wenn sie stumpf werden, dann. Aber das hat ja jeder Spieler, hat da seine eigenen Gepflogenheiten. Also, aber die meisten Spieler wollen es vor jedem Schliff geschliffen haben. Ja. Und jetzt haben wir einen Grobschliff, jetzt haben wir grob abgezogen und jetzt machen wir Öl drauf und machen dann einen Feinschliff drauf. Wie viele verschiedene Schlifftechniken gibt es? Ja, ich habe ungefähr 6 verschiedene Einstellungen plus 2 Tormann-Einstellungen. Die haben andere Schliffe, warum? Ja, der Tormann ist ziemlich scharf mit dem Butterfly-Stil und die haben auch breitere Kurven. Da brauchen wir dann einen anderen Halter, da haben wir die verschiedenen Halter dafür. Butterfly-Schliff heißt was? Ja, weil der Tormann steht ja heutzutage so da und geht rauf und runter wie ein Butterfly praktisch. Okay. Und dann haben wir da noch die Schablone, dass die muss ja 100% gerade sein. Und dann kann man da, sieht man das exakt, das ist gerade. Dann müssen wir zum Schluss bloß noch einen Geradweg ziehen. Dass es auch noch was ausschaut? Nein, dass der Geradweg ist, sonst sind sie nicht scharf. Das ist ja vom Schleifen ein Grad drauf. Wie scharf sind die? Kann man ein Stück Papier zerschneiden damit? Kannst du die vielleicht rasieren damit. Probier's mal. Also sind schon. Ah, funktioniert. Sind schon ziemlich scharf, wenn man schaut. Okay. Also geht schon was her. Also kann schon was passieren, ja. Wir haben jetzt die Szenerie gewechselt, sind jetzt wirklich auf dem Eis, also auf der Spielerbank, denn langsam geht's los in der Vorbereitung. Die Spieler sind gekommen. Ditti, was muss passieren als Equipment Manager, bevor alles losgehen kann, bevor der Spieltag beginnt? Was musst du alles machen?
Ja, also bei uns vergeht ja der Spieltag in der Früh um 8 Uhr, da geht es ja los, da fangen wir an, dann kommen die Ersten, wir trainieren ja auch. Dann richten wir die Kabine her, machen alles sauber. Dann wird Schlittschuh geschliffen, wie wir schon gesehen haben. Vor dem Training, manche wollen es vor dem Training, manche wollen es nach dem Training geschliffen haben. Ja, dann ist offizielles Training, dann müssen wir die Wäsche waschen und auch für die Gastmannschaft die Wäsche waschen. Dann gehen die Spieler zum Mittag. Dann machen wir, dann richten wir die Kabine komplett her, dann Trikot aufhängen, alles komplett, dass das sauber ausschaut. Ich glaube, ihr habt es ja schon gesehen, wie es ausschaut drin dann. Und dann kommen die letzte Vorbereitung hier auf der Bank, dass Wasser alles da ist und dass Handtücher da sind. Und ja, dann geht es so langsam los dann. Dann geht's los. Was gehört zum Equipment eines einzigen Spielers? Wenn wir von unten anfangen und nach oben hingehen. Was gehört alles dazu? Wenn wir von unten anfangen, ja. Also fangen wir mal mit der Unterwäsche an, dann Socken, Tiefschutz, dann die Schienbeinschützer, den Schlittschuh darf man natürlich nicht vergessen, dann kommt die Hose drüber, dann kommt Schulterschutz, Ellenbogenschutz, dann kommt der Helm noch drauf, dann das Trikot normal drüber, ja, und das war so die Ausrüstung, was der Spieler normal hat. Ich habe vorhin gesehen, jeder Spieler hat mehrere Schläge, warum haben die nicht nur einen? Jetzt kann er welcher brechen. Und dann haben sie oft verschiedene Härtegrade, ja, aber die meisten haben gleiche Schläger und haben halt, nehmen zum Spiel auf die Bank zwei Ersatzschläger mit, damit bricht da oft einer und dann. Gibt es Unterschiede bei den Schlägern? Ja, jeder hat sein eigenes Modell. Es sind bei uns im Profibereich sind's, Modellschläger, die werden so bestellt. Die Krümmung, ein offen zues Blatt oder dann verschiedene Flex, verschiedene Härten. Und dann gibt es halt nur die von den verschiedenen Ausrüstern dann. Der EHC hat 25 Spieler im Kader rund. Rund, ja. Jetzt sind wir unter uns. Kannst du mir ehrlich verraten, hat da jeder so seine Eigenarten oder gibt es einen, der besondere Vorlieben hat? Nein, das ist jeder. Klar, jeder hat seine Eigenarten. Jeder ist ein anderer Typ. Aber direkte Eigenarten, also was ich jetzt sagen muss, dass es gibt halt Spieler, wir reden jetzt verallgemein, die halt dann vor jedem Spiel Schlittschuh geschliffen haben werden will. Oder ein Spieler ist, dann muss man den Schläger vorher anlangen als Glücksbringer und solche Kleinigkeiten. Gibt es aber im Großen und Ganzen das nicht so. Jetzt geht es dann wirklich bald los. Wie bereiten sich die Gäste vor? Habt ihr da auch mit was zu tun oder machen die alles selber? Also im Großen und Ganzen machen die Gäste alles selber. Die haben auch zwei oder drei Betreuer dabei. Wir machen ihnen nur die Kabine fertig. Also sie kriegen von uns Getränke, Wasser, Obst und Handtücher, Duschgel. Und wenn sie hier auch trainieren, dann machen wir für die komplette Wäsche nach ihrem Training dann und nachher die ganzen Handtücher werden dann gewaschen und da kommt schon was zusammen. Dein Job ist ein sehr wichtiger. Du bist auch ein bisschen entscheidend über die Einzelleistung des Spielers, ob der gut spielt oder nicht. Wie fieberst du mit beim Spiel? Bist du da wirklich emotional dabei oder schaust du das an? Ob jetzt ein Spieler da entscheidend ist, für mich entscheidend ist es nicht so, was entscheidend ist, dass der Schliff in Ordnung ist. Wenn der Schliff nicht passt an die Schlittschuhe, dann ist der Spieler unzufrieden, dann passt es halt nicht und dann geht es nicht. Also das ist das Wichtigste, aber sonst habe ich keinen Einfluss darauf, wie der Spieler spielt. Und dass der Schliff passt, da lasse ich dich jetzt in Ruhe, dass du noch ein bisschen arbeiten kannst, bevor es dann gleich losgeht. Und wir schauen jetzt mal weiter, was noch alles passieren muss, bis der EHC dann wirklich aufs Eis geht. '67 wurde das Eisstadion eingeweiht hier im Olympiapark. Übrigens vom FC Bayern München und seitdem wird hier Eishockey gespielt. Bei mir steht jetzt der Markus. Der Markus ist Eismeister und wie man sieht in vollen Vorbereitungen, bis es dann losgeht. Jetzt hängt er gerade am Telefon. Wir stehen hier vor der Eismaschine, denn es geht darum, was muss passieren, bis der EHC aufs Eis darf. Und da ist natürlich das Eis ganz Besonderes. Jetzt lassen wir Markus fertig telefonieren. Markus, schön, dass du dir kurz die Zeit nimmst. Ein Funkspruch noch. Sigi, bitte unter der TH die Türen aufmachen, bitte. Verstanden. Danke. Markus, einiges los, bis so ein Spiel losgeht, ne? Ist es ein bisschen ehrwürdig, dass man hier in diesem Gelände steht? Wo wolltest du, Markus?
Entschuldigung. Alles gut. Hat sich erledigt. Markus, seit 93 bist du jetzt hier. Was muss passieren, bis es losgehen kann beim Spiel auf dem Eis? Es sind ein Haufen Vorbereitungen zu treffen, dass der Eis die richtige Dicke hat, dass die Temperatur passt, dass die auf das Wetter muss man aufpassen, auf den Regen, auf Sonne. Und dementsprechend müssen wir mit anderen Temperaturen fahren, mit mehr oder mit weniger Wasser. Jetzt haben wir heute wahrscheinlich das Problem, durch den Regen und durch die Wärme entsteht in der Halle Nebel. Da haben wir jetzt die Finitatoren schon eingeschalten, dass die Wärme ein bisschen runterdrückt, dass wir gegen den Nebel ein bisschen was unternehmen können und den vertreiben können. Inwiefern wirkt sich denn das Wetter draußen auf die Temperaturen drinnen aus? Weil die Halle ist, obwohl dass wir ein Dach drüben haben, die Halle ist linksrum eigentlich offen und damit sind wir eigentlich ein bisschen wetterabhängig. Wann fangt ihr an, bevor die das Spiel anfangen? Einen Tag davor fangen wir schon mit der Vorbereitung an. Wir kontrollieren die Banden, die Stoßbänder, die Eisticke, dass eigentlich die ideale Voraussetzungen sind fürs Eishockey, dass wir kein zu dünnes Eis haben, dass die Tore exakt sitzen. Und am Spieltag wird nochmal durchgegangen nach dem Training und kurz vor dem Spiel wird nochmal gefräst, weil an der Bande kann noch ein bisschen Wasser, Schwitzwasser reintropfen. Da kann sich der Puck dann verspringen, dann kommt der Puck nicht genau bei den Spielern an. Und da wird nochmal gefräst, dann wird nochmal ein bisschen gehobelt und dann müsste eigentlich das Eis so weit passen, dass die Spieler zufrieden sind. Markus, jetzt sind wir unter uns und sprechen ganz frei. Macht man das Eis auf der Seite des Gegners ein bisschen schlechter? Nein. Gar nicht? Macht man überhaupt nicht schlecht, weil wir fahren in einer Tour durch. Wir fahren mit der gleichen Wassertemperatur, mit demselben Wasser, mit demselben Einstellung des Messers. Es wird keiner bevorzugt. Jetzt stehen wir vor so einer Eismaschine. Die kommt heute zum Einsatz. Wie oft muss die raus während dem Spiel? Nach jedem Drittel. Nach jedem Drittel kommt die raus. Wie funktioniert das? Also hinten im Schlitten ist praktisch ein Messer drin. Das kann man sich vorstellen, dass es so scharf ist wie eine Rasierklinge. Durch eine waagrechte und senkrechte Schnecke transportiere ich den Schnee vorne in den Schneekasten. Und wir fahren mit 38 Grad warmem Wasser. Praktisch befüllen wir die Maschine mit warmem Wasser. Und hinten bei dem Lappen durch das runde Rohr wird es wieder aufgetragen. Fährt die nach einem besonderen Muster oder gibst du das selber vor? Ich fahre selber. Ich fahre eine Runde und dann fahre ich immer durch die Mitte, und dass ich das ganze Eis eigentlich machen kann. Markus, dass es rechtzeitig losgeht. Was ist jetzt dein nächster Job? Was machst du als nächstes jetzt? Ich schaue jetzt praktisch nochmal nach, ob die Maschine vollgetankt ist. Schaue ins Maschinenhaus mit den Temperaturen, mit den Drücke, ob da alles hinhaut. Und dann werde ich mir die Eisbahn nochmal anschauen. Und dann werden die Tore, was in der Garage, die separaten Spieltore, werden rausgefahren, dass sie nicht zu warm sind, dass sie nicht zu sehr einsinken im Eis praktisch. Und dann bereiten wir das praktisch vor, vom Warm-up. Und dann, wenn sie Eiklaffer haben, dann machen wir nochmal das Eis und dann kann es losgehen. Markus, und dass es rechtzeitig losgeht, will ich dich gar nicht länger aufhalten. Wir schauen dir jetzt noch ein bisschen über die Schulter und dann schauen wir, was noch so passiert. Und ich glaube, ich habe einen Schmankerl für Sie. Wir haben jetzt die Katakomben verlassen und dann habe ich wen getroffen, den ich eigentlich bekannt, der kam mir bekannt vor, und unser Alex Onken, der ist nämlich heute Stadionsprecher beim EHC. Alex, was machst du als Stadionsprecher beim EHC? Grundsätzlich mal den Fans Informationen geben zum Spieltag, was drumherum betreffend und so weiter. Und dann, wenn das Spiel natürlich läuft, dann die entsprechenden Durchsagen, wenn die Tore fallen, wenn Strafzeiten gegeben werden und so weiter. Heute fängt es um 18 Uhr an. Wir haben schon ein bisschen über die Vorbereitung gesprochen. Wann fängt deine Vorbereitung an für so ein Spiel? 2 Stunden vorher findet die Besprechung statt. Davor gehe ich schon mal rüber und schaue, ob das Mikrofon da ist. Dann gibt es einen Ohrstecker, da muss ich dann schauen, wo der Sender ist und so weiter. Also da den Arbeitsplatz da hinten unten quasi vorbereiten. Ah, okay. Und
Aber die eigentliche Vorbereitung beginnt ja noch früher, dann zu Hause. Bisschen einlesen auch, was den Gegner angeht und so weiter. Ein bisschen auf den Spieltag vorbereiten. Was ist Helsinki für ein Gegner? Helsinki ist ein schwerer Gegner. Also der Gegner ist einigermaßen berechenbar im Vergleich zu dem Gegner von vor ein paar Tagen, eben beim ersten Spiel am Freitag, genau, gegen den polnischen Meister. Der war weitgehend unbekannt und dadurch einigermaßen unberechenbar. Helsinki, siebenfacher finnischer Meister, Traditionsverein. Also da, das ist schon eine andere Hausnummer, entsprechend attraktiv wird es heute. Und schauen wir mal, was bei rumkommt. Alex, wir kennen dich ja von der Wiesn, wir kennen dich aus der Szene in München. Wie schaffst du es, in so einem Stadion die Stimmung zum Kochen zu bringen? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Man kriegt da unten so wenig mit. Also der Stefan Schneider, der das ja eigentlich macht und seit Jahren und der einfach hier gesetzt ist und eine Kultfigur, der geht raus und der kann sich vielleicht auf andere Sachen wie die Stimmung so konzentrieren und nimmt dann vieles wahr. Ich versuche nur alles richtig zu machen und nehme so von außen noch gar nicht so viel wahr. Also das Phänomen kennt jeder, der vielleicht noch nicht so bühnenerfahren ist und steht zum ersten Mal auf der Bühne. Das Licht blendet ihn, er kriegt gar nicht so mit, wie viele Leute da stehen und wie das alles so ankommt. Er zieht das einfach durch und lässt sich hinterher sagen, wie war es denn eigentlich? Also so geht es mir noch. Das ist auch dein Plan für heute. Hast du so ein Ritual, bevor es losgeht, was du machst? Mal aufs Eis schlecken oder sowas? Sowas nicht, aber ich dachte mir, weil ich durchaus schon immer Eishockey-Fan war und ich... Als ich das erste Mal gemacht habe, hatte ich die Idee, ich komme einfach aus der Nordkurve. Ich stelle mich mitten rein und sage da an, wenn die Mannschaft eben aufs Eis kommt, zum Warmmachen. Dass ich quasi als Fan, als einer von den Fans dann rausgehe. Wie kam es an? So, dass die Fans gesagt haben, hey, kommst du zu uns nächstes Mal? Und ja, jetzt gehe ich heute mal in Reihe 9. Reihe 9? Ja. Was erwartet uns heute am Spiel? Dein Tipp. Es wird knapp, aber wir gewinnen. 3-2. Alex, in eineinhalb Stunden geht's los. Ich möchte dich nicht länger aufhalten bei deinen Vorbereitungen. Ich bin gespannt, was man von dir hört und was alles noch in Vorbereitung zu machen ist. Und wir schauen uns noch ein bisschen um, bevor es dann um 18 Uhr endlich losgeht gegen Helsinki. Zurück, wie gewohnt, endlich wieder in diesem schönen, kühlen Studio hier bei München TV. Der EHC hat da noch 4-1 gewonnen im zweiten Vorrundenspiel gegen Helsinki gestern. Und das lag bestimmt, da bin ich mir zumindest sicher, an den Schlittschuhen vom Ditti oder zumindest am Eis vom Markus. Nichtsdestotrotz, jetzt geht's um Fußball. Morgen steigt beim FC Teutonia ein Benefizspiel. Denn denen ist das Vereinshaus abgefackelt und da wird jetzt für einen guten Zweck gekickt. Und zwar mit dem All-Star-Team gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Und von denen ist der Neuzugang, der Lukas, da. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Servus, danke. Und Vertreter des All-Star-Teams ist der Maxi Maschine Kratzel. Hi, servus. Maxi, servus. Maschine, woher kommt der Begriff? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Den habe ich jetzt schon ein bisschen länger. Kam eigentlich ursprünglich schon auch davon, dass ich es geschafft habe, nach dem Feiern gehen auch meine Leistung noch am Platz zu bringen. Sportler ist, wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt. Ja, weise. Weise Worte. Lukas, du bist seit 2 Wochen bei Unterhaching. Bist du schon angekommen im Team? Ja, absolut. Also die Jungs haben es mir sehr, sehr leicht gemacht. Also vor allem das ganze Vereinsumfeld ist... Ja, mit anderen Vereinen gar nicht zum Vergleichen. Man kommt hin und fühlt sich eigentlich wie in einer großen Familie und ja, fühle mich sehr, sehr wohl hier. Seitdem du da bist, lief es auch wieder gut, lag bestimmt an dir. Ansonsten Mittelfeld, wie ist die Stimmung bei Haching? Ja, sehr gut mittlerweile. Also seitdem ich hier bin, ich kann ja nur die 2 Wochen jetzt beurteilen, haben wir alle Spiele gewonnen und natürlich läuft es dann auch viel, viel einfacher im Training und ja, die Jungs geben Gas und wir sind aber trotzdem froh,
dass wir jetzt mal 2 Wochen durchblasen können, bis das nächste Meisterschaftsspiel wieder ansteht. Ganz könnt ihr nicht durchblasen, denn morgen steht ein wichtiges Spiel an. Ist es für euch eher so ein Hobbykick oder seht ihr das schon ernst, zumindest als Training? Ja, ich sage einmal, Spiel ist Spiel, aber es ist natürlich ein Freundschaftsspiel gegen die Jungs und ich schätze mal, dass der Trainer sicher nicht verlieren will. Und es geht natürlich auch um die Startplätze fürs nächste Meisterschaftsspiel. Also da muss man jede Einheit nutzen, damit man sich da reinkämpft. Maxi, du bist vom All-Star-Team. Wie setzt sich das All-Star-Team zusammen? Ja, wir sind im Endeffekt 22 Spieler, die aus dem Münchner und dem Ebersberger Umkreis gewählt worden sind. Das Ganze hat gestartet über Facebook, wo man ja vorgeschlagen wurde. Und dann wurde online eine Abstimmung über Fußball vor Ort und FUPA gemacht. Und ja, da wurden eben die Spieler mit den meisten Stimmen reingewählt. Und wir sind jetzt 22 Spieler, wie gesagt, aus, ja, ich müsste lügen, ich glaube, es sind locker 15 Vereine. Die kommen dann alle zusammen. Wie bereitet man sich vor auf so ein Spiel? Na gut, Vorbereitung ist in so einem Fall natürlich schwierig. Man hat Spieler von der C-Klasse bis hoch zur Landesliga, Bayernliga. Jeder hat seinen eigenen Vorbereitungsplan, seinen eigenen Spielplan. Da wird's oder gestaltet sich allgemein schwierig, dass man alle Leute unter einen Hut kriegt. Du bist mit ziemlichem Abstand, also zumindest vorne dabei gewesen bei Mittelfeldabstimmung. Ist deine Familie so groß oder wo kamen die Stimmen her? Ja, nee, gut, dadurch, dass ich schon, ja, ich kenne die ein oder andere Person in München, sagen wir es mal so, habe in Ottobrunn gespielt, habe in Mosach gespielt, kenne mich im Münchner Osten sehr gut aus, kenne da meine Leute eben durch Connections und alles drum und dran. Und ich glaube, das war so der hautausschlaggebende Punkt. Sind aber alles Hobby- oder Amateurfußballer und ihr spielt gegen die Profis. Lukas, das sind die vermeintlich besten Spieler aus München und der Umgebung. Habt ihr ein bisschen Angst, Respekt? Ja, Respekt natürlich ist ganz klar. Also das sollte im Sport immer sein, aber ich denke mal, dass die Qualität trotzdem auf unserer Seite liegen sollte. Und wir gehen auf jeden Fall in das Spiel, um das deutlich zu gewinnen. Und das wollt ihr auch sicher machen. Allerdings seid ihr in der Saison, Verletzungsrisiko, ist da was da oder ist es zu spüren? Ja, Verletzungsrisiko ist immer da. Also wenn man da groß nachdenkt, dann bräuchte man auch gar nicht auf den Platz gehen. Aber das kann im Training genauso passieren wie im Spiel und ja, wird schon nichts passieren. Maxi, du kommst vom ASV Au, warst letztes Jahr noch bei TSV Mosach. Genau, ihr spielt Bezirksliga Ost. Wie läuft es da zurzeit? Ja, momentan, sagen wir mal, ist es ein bisschen schwierig, aber wir haben eine gute Truppe und ich denke, dass wir mit den Abstiegsrängen am Ende nichts zu tun haben und das ist auch unser klares Ziel. Vor wie vielen Leuten spielt ihr da immer so in der Bezirksliga? Es kommt darauf an, wo wir spielen. Ich sage jetzt mal, bei Heimspielen sind wir so, es sind 150, 200 Leute. Ich glaube, das ist so ein guter Schnitt. Es kann natürlich auch mal sein, wenn Derbys sind, dass es dann mal die 400 werden, aber natürlich nicht zu vergleichen wie jetzt mit einem, ja, ich sag mal, Drittliga-Verein wie Unterhaching. Für wie viele Zuschauer spielt ihr so? Weißt du das? Gute Frage, was jetzt beim letzten Spiel war. Auswendig weiß ich es jetzt nicht, aber es natürlich kommt es auch bei uns ganz, ganz klar darauf an, gegen wen wir spielen und wo wir auch spielen. Also Magdeburg ist zum Beispiel eine Hochburg, wo man teilweise vor 20.000 Leuten spielt oder auch mehr. Also es kommt ganz drauf an und ja, ist auch gut so. Morgen spielt ihr beim FC Teutonia. Für den guten Zweck, wie schon gesagt, denen ist das Vereinsheim abgebrannt. Das ist ja eher ein kleinerer Verein. Mit wie vielen Leuten rechnet man da? Weißt du das? Das ist für mich natürlich sehr, sehr schwer. Also ich bin erst seit 2 Wochen in München. Ich kenne den Verein jetzt nur aus Schilderungen und Erzählungen. Aber ich hoffe, dass da so viel wie möglich los sein wird und ja, dass so viel wie möglich Geld auch gesammelt wird für den Verein. Das hoffen wir alle. 250.000 Euro Schaden, der muss irgendwie zumindest aufgefangen werden, ist das Ziel von den Veranstaltern. Maxi, man spielt jetzt gegen Profis. Wird da so ein bisschen ein Traum wahr oder überwiegt die Nervosität? Was spielt sich in deinem Kopf ab? Naja gut, Nervosität würde ich jetzt nicht sagen. Es ist, ich glaube, auf beiden Seiten ja, einfach für einen guten Zweck. Für uns ist es natürlich schon eine gute Sache, sage ich jetzt mal, wenn man mal gegen Spieler spielen kann, die einfach Tag für Tag trainieren, beziehungsweise 5 bis 6 Mal die Woche einfach ihren Tagesablauf nach dem Fußball gestalten. Wir machen das 2-mal die Woche, 3-mal die Woche als Hobby die letzten Jahre. Und dann, glaube ich, ist es halt einfach mal schön zu sehen, auf welcher Höhe man sich bewegt gegenüber Profis, die wirklich das Tag für Tag machen. Was ist so dein persönliches Ziel für morgen?
einfach Spaß haben, ganz ehrlich. Ich glaube, es soll ein guter Kick werden. Es soll einfach für die Leute drumherum eine interessante Nummer werden. Es soll wirklich auch was für den FC Teutonia zusammenkommen. Und am Ende des Tages staube ich vielleicht noch einen Trikot dann ab und dann passt die Sache schon. Das könnt ihr ja hier schon mal vereinbaren im Nachgang. Wer ist denn euer Trainer? Unser Trainer ist der Franco Simon. Der ist Trainer beim TSV Gräfelfing normal, war davor bei Waldperlach. Und ja, der kümmert sich so ein bisschen auch darum, dass alle Mann dann wirklich auch am Platz stehen. Lukas, ihr habt jetzt aktuell, also in der Liga und beim Pokal, habt ihr Pause, Länderspielpause. Wie geht es danach weiter? Ja, also am Wochenende haben wir frei bekommen vom Trainerteam. Das ist natürlich sehr, sehr schön für uns. Wir können in die Heimat fahren, Familien wieder besuchen, ein bisschen Zeit für uns nutzen. Und ab Montag geht es in die ganz normale Woche wieder und voller Fokus aufs Wochenende. Wer ist der nächste Gegner und wie bereitet man sich dann da vor? Ja, es ist im Endeffekt ist immer dasselbe. Also man bereitet sich auf jedes Spiel, egal wie der Gegner jetzt heißt, immer gleich vor. Also die ersten paar Tage in der Woche sind natürlich etwas intensiver, etwas härter, etwas physischer. Und je näher das dann zum Spiel geht, dann wird es auch etwas lockerer von den Einheiten. Man macht noch ein paar Standards, ein paar Spielzüge einstudieren. Man beschäftigt sich schon mit dem kommenden Gegner. Und ja, dass man am Samstag meistens dann gut vorbereitet ist. Maxi, bei dir in der Bezirksliga, wie läuft es da weiter, terminlich? Also wir trainieren normalerweise jetzt die Woche Dienstag, Donnerstag, haben dann am Samstag Spiel. Und ja, genau so zieht es sich jetzt eigentlich durch die nächsten Wochen auch. Wer ist euer nächster Gegner? Unser nächster Gegner ist Schönau. Ja, die sind Aufsteiger, sind jetzt momentan, glaube ich, dritter Platz. Also wird eine interessante Nummer. Ich glaube, wir haben auch unsere Chancen. Wird eine interessante Auswärtsfahrt auf jeden Fall. Lukas, zum Abschluss deine Vorausblick für morgen. Was erwartet euch und was erwartet die Zuschauer? Und wie ist dein Tipp? Ja, also ich werde mal tippen, dass wir das Spiel ganz, ganz klar gewinnen. Also es soll auf jeden Fall Spaß machen, wie wir schon vorher gesagt haben. Und das ist das Wichtigste, dass die Zuschauer kommen können, einen guten Fußball sehen, vielleicht viele Tore, gute Szenen sehen. Und ja, soll genauso Unspaß machen wie den Zuschauern und dass die dann auch lockere Geldtaschen haben. Dein Tipp ganz kurz noch? Ich hoffe, wir erzielen das ein oder andere Tor und dann passt die Sache schon. Dann werden wir auf jeden Fall gespannt sein, wie es morgen weitergeht. Wir kommen jetzt zum Wandern im Sommer. Schnell mal in die Berge, das ist für viele, vor allem von München aus, mal was ganz Neues und was Spaß macht. Aber es kann auch lebensgefährlich sein. Erst gestern sind 5 Wanderer beim Berggehen abgestürzt und tödlich verunglückt. Wie man den Gefahren entgeht, das hat sich Katharina Pfadenhauer mit Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein besprochen. Auf den Wegen der Voralpen drohen Gefahren, offensichtliche und versteckte. Schlechtes Wetter, unwegsames Gelände oder Steinschlag sind nicht die einzigen Gründe dafür, dass es die meisten Bergtoten beim Wandern gibt. Jeder hat immer den Eindruck im Hochsommer und in den Ferien, dass es da wahnsinnig viele Bergtote hat. Das stimmt in gewisser Weise auch, weil die sich immer konzentrieren auf die Sommerferien und aufs schöne Wetter. Es ist ja ein vermeintlich harmloser Sport, Wandern gehen. Warum verunglückt da immer mal wieder jemand? Weil so viele Wanderer unterwegs sind. Und deswegen passiert da eben auch viel. Klettern tun viel, viel weniger. Da passiert dann eben in absoluten Zahlen gesehen einfach weniger. Aber wenn man es relativ anschaut, ist Bergsport doch eine sehr sichere und gesunde Art, die Freizeit zu verbringen. Jetzt spricht man auch von den sogenannten subjektiven Gefahren, die scheinbar für 2/3 aller Unfälle verantwortlich sind. Was bedeutet das? Meistens ist es so, dass die Leute, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, selber schuld sind. Also dass sie falsch geplant haben, dass sie sich übernommen haben, dass sie in schlechtes Wetter gekommen sind und dann so eine Kette an Ursachen zusammenkommt und zum Schluss passiert dann eben ein Unfall. Das sind subjektive Gefahren. Jetzt haben wir viel über Gefahrenszenarien gesprochen. Jetzt wollen wir auch mal wissen, wie kann man sich denn davor schützen oder die vielen, denen nichts passiert, was machen die richtig? Die einen haben Glück, nein, aber im Grunde ist es so, dass Planung erstmal das A und O ist. Also jeder sollte die richtige Tour für sich selber aussuchen. Und wenn ich gerade Einsteiger bin, dann suche ich mir halt nicht den Weg auf die Zugspitze aus. Kommt leider immer wieder vor, dass Leute gerade an Prestigebergen sich ziemlich überfordern und sagen, das muss ich einmal schaffen. Und genauso sollte man es nicht machen. Also wenn man einsteigt, erstmal eine 2-Stunden-Tour am breiten Weg und das nächste Mal gehe ich ein bisschen länger und dann langsam auch immer schwieriger. Also ich denke, das ist das Wichtigste. Schritt für Schritt vorwärts gehen.
und sich selber einfach nicht überschätzen. Und dann vielleicht noch eine andere Geschichte, die wichtig ist, auch die Verhältnisse im Blick haben. Also Wetterbericht ist das Allerwichtigste. Ja. Wetterbericht kennen und wissen, kommt am Nachmittag ein Gewitter oder nicht, und dann entsprechend richtig planen. Zum Thema Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, dass so Wanderwege möglichst gefahrenlos auch beschritten werden können. Wer ist denn da zuständig? Also erstmal sind schon in vielen Fällen die Alpenvereinssektionen dafür zuständig, gerade wenn es in die Berge raufgeht. Weiter unten im Tal sind es oft auch Tourismusverbände. Und die Übergänge, die werden vor Ort immer ausgehandelt. Aber man kann keinen Weg absolut sicher machen. Ja, da müsste man ja praktisch links und rechts Geländer hinmachen und Stufen. Also das ist nicht der Fall, sondern ein guter Weg zeichnet sich dadurch aus, dass er homogen ist. Also schwere Bergwege sind halt homogen schwer. Ja, und da darf man andere Dinge erwarten, wie wenn man einen leichten Bergweg hat. Und was natürlich ganz schlimm wäre, man hätte einen leichten Weg und es ginge stundenlang so dahin und ganz am Schluss, kurz bevor man auf die Hütte kommt, wird es auf einmal hart. Also es geht um Homogenität, aber nicht darum, dass man Wege vollkommen gefahrlos gestaltet, weil da müssten wir überall Rolltreppen hinmachen und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Auf lange Sicht geht das Risiko, in den Bergen zu verunglücken, zurück. Letztes Jahr gab es mit 35 Bergtoten sogar einen historischen Tiefstand. Mit der notwendigen Vorsicht also kann man getrost sorgenfrei durch die Alpen wandern. Also lieber vorher planen, und mit viel Pause und Bier ist es bei schönem Wetter eh am schönsten. Am Sonntag finden die Highland Games am Schliersee im Wasmeyer-Museum statt. Was die Highland Games sind, das habe ich mit Franz Ritzer heute Nachmittag besprochen. Die Highland Games sind traditionelle Veranstaltungen mit sportlichen Wettkämpfen. Ihren Ursprung haben sie bei den Treffen von den schottischen Clans in den schottischen Highlands. Aber heutzutage sind sie weltweit unterwegs, unter anderem auch am Schliersee. Und bei mir sitzt der Franz. Du bist vom ersten Verband der Highland Games. Ja, vom ersten bayerischen Highland Game Verband. Oder von der ersten bayerischen Highland Game Vereinigung. So muss man richtigerweise sagen. Wir haben uns aus Hobbymannschaften zusammengeschlossen, um einen Verein zu gründen und das miteinander zu betreiben. Was haben denn die schottischen Highland Games im bayerischen Schliersee zu suchen? Im Schliersee nichts, daneben. Ja, das ist da irgendwie gewachsen. Der Markus Wasmeyer hat das schon vor vielen Jahren, also längst bevor wir das aktiv betrieben haben, da initiiert. Und das hat sich jetzt über die Jahre fortgesetzt und entwickelt, auch dahingehend, wie es vom Deutschen Highland Game Verband eben praktiziert und empfohlen wird. Von welchen Disziplinen reden wir da? Wir haben am Sonntag 11 Disziplinen. Die sind ganz unterschiedlich geartet. Das ist natürlich der Baumstammüberschlag, dieser Kälbertoss, der traditionell bekannt ist. Steinstoßen, Gewichtweitwurf, Gewichthochwurf, Bogenschießen. Dann Gemeinschaftsdisziplin Baumstammslalom. Wir haben das bayerische Steinheben dabei. Wir haben Stone of Manhood, das kennen wir von den Strongmen, diese großen Steinbrocken auf ein Podest heben. Und noch zwei Laufdisziplinen. Also es gibt Einzeldisziplinen und es gibt Teamdisziplinen. Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Nein, es treten immer Mannschaften an. Bei den Frauen 4er-Teams plus eine Ersatzfrau. Bei den Männern 5 Herren plus ein Ersatzmann. Und die Einzeldisziplinen leistet jeder dieser 5 Aktiven ab, wird zu einem Gesamtergebnis zusammengefügt und es gibt dann Staffelläufe, die also das ganze Team hintereinander oder gleichzeitig machen muss. Am Sonntag ist es im Wasmeyer-Museum am Schliersee. Um was geht's da? Ist es ein Turnier, wo jeder mitmachen kann, oder ist es ein Leistungssport, der in den Wettkampf einfließt? Um was geht's am Sonntag? Nee, das ist also der Breitensport. Da kann theoretisch jeder mitmachen, der einen Kilt hat. Das ist also eine Teilnahmevoraussetzung. Ah, das ist Pflicht, dass man einen Kilt macht? Genau, das ist die Sportkleidung wie beim Skifahren oder Ski zum Beispiel. Also, okay, interessant. Genau. Ja, genau. Du brauchst die entsprechende Anzahl an Mitstreitern und einen Kilt und dann kannst du da mitmachen. Also ich kann am Sonntag einfach vorbei mit Spätzeln und kann dann mitmachen. Ist es denn möglich, dass ich da mitmache, also wenn ich die Disziplin noch nie gemacht habe? Ja, natürlich. Also bis auf den Baumstammüberschlag, der bedarf schon mal vorab ein Training. Das könnte man zum Beispiel am Samstag noch einrichten, am Nachmittag. Und dann kannst du mitmachen. Du kannst wahrscheinlich nicht gewinnen, aber du kannst jede Disziplin mit der Leistung oder eine Leistung erzielen und mit der Mannschaft ein Gesamtergebnis erwirtschaften. Und ihr werdet mit Sicherheit viel Spaß haben. Aber das sind ja schon richtige Männer. Also du auch, nicht so schmale Leute wie ich. Was macht ihr da anders? Oder?
Also wir kommen, also in unserem Verein kommen sehr viele aus dem Kraftsport. Kraft-Dreikampf, Steinheben, unterschiedliche Disziplinen. Und diese Highland Games sind so eine zweite Geschichte. Und man wird sehr schnell erkennen, dass die Kraft da zwar von Vorteil ist, wenn man keine Technik hat, aber die Kraft immer hinter der Technik anstehen wird. Das ist wie beim Gewichtheben. Aber es schaut auch wahnsinnig spannend aus. Und genau aus diesem Grund schauen wir uns jetzt mal einen kleinen Trailer an, den du uns mitgebracht hast. Der ist vom letzten Jahr. Und da schauen wir uns an, was auf uns zukommt am Sonntag. Also auf das alles können wir uns am Sonntag freuen. Jetzt hast du uns was mitgebracht, Franz. Was genau hast du uns mitgebracht? Genau, wir haben verschiedene Ausführungen von Hoch- und Weitwurfgewichten. Mhm. Wir haben hier Kindergewicht, ja, weil wir es sehr häufig mit Kinder-Highland Games durchführen. Dann haben wir hier das Weitwurfgewicht, das Hochwurfgewicht für die Frauen und hier das Hochwurfgewicht für die Männer. Das sind ungefähr 3 Kilo Unterschied. 13 Kilo Unterschied. Und hier haben wir Weitwurfkugeln mit 12,7 Kilo, die in einer gewissen Art und Weise nach vorne geworfen werden. Ist es ein bisschen zu vergleichen, der Weitwurf mit dem Hammerwerfen? Es ist vergleichbar. Also in den Einzeldisziplinen wird es auch ähnlich geworfen. Das heißt, mit Drehbewegungen am Sonntag bei diesen Mannschaftswettkämpfen sind die Bewegungen derart vereinfacht, dass du stehen musst und das Gewicht nur seitlich geschwungen wird. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir mal das Weitwerfen aus. Wie läuft das ab? Also eigentlich ist es relativ einfach. Du nimmst es in einen festen Griff, lässt die Hand gestreckt, schwingst an, nimmst ein bisschen den Beinschwung mit und lässt dann entsprechend los. Möglichst weit vorne. Genau. Wie weit schaffen es da die Besten? Ja, gute Entfernung ist so um die 10 Meter. 10 Meter? 10 Meter plus ist schon eine sehr reife Leistung. Ja. Also muss ich mich jetzt anstrengen, dass ich auch die 10 Meter hinbekomme? Genau, du kannst von hier zurückwerfen. Mhm. Und wenn wir dann ungefähr am selben Punkt sind, dann weiß ich, dürften es so 9 Meter sein. Ich kann am Sonntag mitmachen. Du kannst da mitmachen, wenn du 4 Meter schaffst. Was wiegt die jetzt genau? 12,7 Kilo. 12,7 Kilo. Das sind also okay. Vom Verband festgelegte Gewichte. Und ich muss schauen, dass die Schnur möglichst nicht schlackert. Genau, nicht schlackert, weil das nimmt dir die Kraft raus und blockiert dir einfach in deiner Bewegung. Alles klar, dann probier das mal aus. Wie oft ich damit schwinge, ist egal. Das ist dir überlassen. Ja, da ist doch schon gar nicht so schlecht. Das waren jetzt 2 Meter. Das waren, also würde ich mal sagen, schon 5, 6, 7 Meter. Ja gut, dann kann ich anfangen am Sonntag. Du kannst auf jeden Fall 4 Spätzle in deiner
in deiner Statur mitnehmen. Und dann ist es wichtig, dass die alle die gleiche Statur haben oder nee, ist es geschickt unterschiedliche Leute? Das ist total unterschiedlich. Wir haben riesen Ochsen dabei, die heuer angefangen haben, also sehr sympathische junge Mannschaft, die aber brutale Qualität haben. Und die haben von 2 Meter Mann bis zum 1,75 Meter Typen dabei, der so Ultramarathon und solche Geschichten läuft. Also komplett andere Statur als ich, aber die auch in der Bayerischen Meisterschaft heuer Dritter waren. Um in diese Wertung einzugehen, wie viele Disziplinen muss ich machen? Alle. Jeder macht alles. Okay. Und am Sonntag, wann fängt es an in der Früh? Um 10.30 Uhr beginnen wir mit dem Einmarsch. Wir haben da einen großen Einmarsch. Wir haben so einen traditionellen schottischen Verein dabei aus Niederbayern. Wir haben einen Dudelsack natürlich am Start und marschieren das ein, gibt es Begrüßung der Clans, diese Mannschaften und der Zuschauer. Und dann beginnt es total frei. Jeder kann auch die Reihenfolge der Disziplinen frei wählen und schaut, wie er da am besten durchkommt. Also am Sonntag kann jeder vorbeikommen am Schliersee, um den ganzen Tag und dann einfach mal ausprobieren und zuschauen, die Highland Games am Schliersee. Das war's auch schon wieder mit der Sportarena für heute. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, dann mit Sport aus München. Mich hat's gefreut fürs Einschalten und bis nächste Woche. Bis dahin, Servus.